Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zu Teil 6 des Projektes Hirschbergs. Ist ja wieder da hinten im Bild und der Kollege packt gerade die Schnellzugwagen ein, weil wir uns ja auf das Treffen in Bardewijk vorbereiten. Aber erst wollen wir mal sehen, was wir heute noch so alles anstellen. Viel Spaß! Schauen wir mal, wie wir in Teil 5 das Ganze verlassen haben. Also wir haben jetzt hier eine Seite nahezu komplett grün, allerdings in, naja, ziemlich unterschiedlichen Stufen. Ne? Also hier vorne haben wir nur sozusagen die erste Schicht drauf, weiter hinten haben wir zwei Schichten. Das heißt also, wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Dann haben wir immer so das Thema in diesen Hirschberg-Videos, was passiert außerhalb der Begrasung. Hier wird also auf einem nahezu schon historischen Laptop das Schaltpult erweitert. Das soll also links und rechts noch eine Blocksteuerung, die also dann mit dem Premo-Block dann funktioniert. Das war also hier gerade in Arbeit. Ansonsten läuft dann immer der 3D-Drucker. Hier werden gerade Kisten gedruckt. Die werden dann wahrscheinlich zur Ausgestaltung des Bahnhofs eingesetzt oder vielleicht als Ladegut. Da lassen wir uns überraschen. Hier haben wir dann noch weiteres Ladegut, also 3D gedruckte Fässer. Und was die langen Dinger jetzt sind, das weiß ich jetzt nicht. Sieht bald aus wie irgendwelche Lampenmasten oder so. Ja, kommen wir zurück zur Begrasung. Hier haben wir dann nochmal den Zustand bei Licht, also hier das Ende, das eine Ende des Bahnhofs mit der Fläche, wo wir das letzte Mal ein bisschen herumgerätselt haben, was wir damit machen. Und hier dann der vordere Teil der Anlage, wo also jetzt hier noch die dritte Begrasungsschicht drauf muss. Hier wieder wie gehabt und wieder wie schnell gedreht. Wird jetzt sozusagen die dritte Runde gemacht, also die trockenen Fasern werden jetzt hier aufgebracht. Das ist übrigens vierfach beschleunigt, das Ganze. Es wäre schön, wenn es wirklich so schnell gehen würde. Das hätte was. Oh, wer weiß, vielleicht, wenn ich irgendwann mal noch viel mehr Übung habe als jetzt. Warten wir es ab. Ja, da wollte ich schon loslegen, habe dann aber die Mitte vergessen. Dass da auch noch ein paar Fasern hin müssen. Was ich übrigens auch noch machen muss, ich muss mir unbedingt irgendeine Schürze oder was zulegen. Also ich habe jedes Mal diese ganzen Fasern in den Klamotten, also vor allem im T-Shirt. Und naja, nun halte ich immer mal hier meinen Bauch hier zur Anlage. Der zieht irgendwie die Fasern magisch an und das juckt ohne Ende. Also da muss ich hier irgendwie arbeitsschutztechnisch noch was tun. Weil einfach durch das starke Gerät, also die Fasern, die fliegen einfach, das ist irre. Ja, in Absagen ist hier vorsichtig, dass man nicht die Leimpunkte mit einsagt, aber sonst würden mir wahrscheinlich irgendwann die Fasern ausgehen. Und ich müsste wieder neu anmischen und habe dann, wenn ich gesagt habe, sehr fürchterlich viel dann übrig. Ja, und dann hatte ich beim letzten Mal gesagt, dass wir, ja, dass wir da wahrscheinlich die Geländedecke auf dem letzten Teil runterreißen. Das habe ich nun doch nochmal versucht, da zu begrasen. Und ja, müssen wir mal sehen, wie es dann beim Abkehren aussieht. Den aktuellen Stand habe ich jetzt noch nicht. Also das sah erstmal deutlich besser aus als dieser erste Versuch, den wir da hatten. Ja. Wobei das hier meine Testfläche war. Und wir haben dann noch einen Basteltag eingelegt. Das ist jetzt hier.
Und da wird also der Rest dann auch noch fertig gemacht. Also hier ist die erste Schicht drauf. Nun sind ja hier noch ein paar dunkle Fasern stehen geblieben, die jetzt hier mit drin sind. Das macht aber nichts, wir werden ja trotzdem diese drei Schichten aufbringen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir das mit statt den also die trockenen Fasern werden wir wahrscheinlich nur am Bahndamm machen, weil auf der Wiese macht es ja jetzt nicht unbedingt Sinn. Da hätte man eigentlich eher dann so mit langen trockenen Fasern arbeiten müssen, aber da habe ich glaube gar keine da, also im Moment. Da muss ich erstmal noch ein bisschen was nachbestellen. So sah es dann am Ende aus, wobei das hier das Foto ein kleines bisschen übertrieben ist. Man hat es ja im Video gesehen, dass dieses dunklere Grün, das ist eigentlich ein bisschen blasser. Na, also das Foto hat hier das irgendwie, hat die Kamera den Kontrast hier ein bisschen hochgeschraubt. Ja, und dann wird das nächste Treffen naht. Das heißt also, hier werden Fahrzeuge verpackt und damit man die auf dem Treffen dann einsetzen kann. Ich habe ja meinen Schnellzug auch verpackt. Inzwischen sind auch meine ganzen Güterwagen verpackt. Um die Lokomotiven werde ich mich noch kümmern. Und dann kann es losgehen. Ja, den Wagen habe ich einfach nur fotografiert, weil er da so rumstand. Der ist noch nicht beschriftet. Das ist irgendein sächsischer Nebenbahnwagen, wo wir sicher noch rausfinden, was es genau ist. Dann gab es noch ein ganz anderes Experiment, und zwar ist das hier unten Papier, wo so Aufkleber drauf waren. Da war die Hoffnung, dass wenn wir da Leim drauf machen, dass wir da, naja, dass sich das wieder ablöst. Ja, dann gibt es auch noch von Woodland, das ist das Polyfiber. Das ist also wie so eine Watte. Und das ist hier in den Leim getunkt, dass da also so einzelne Punkte entstehen. Und da ist dann mit langen braunen Fasern dann drüber begrast worden. Der nächste Schritt ist dann nochmal überbegrasen mit kürzeren Fasern. Da habe ich vorher noch mit Sprühkleber gesprüht. Ja, dass das noch so ein bisschen verzweigt, und dann habe ich da Laub drauf gestreut. Ich habe erstmal relativ wenig. Ich wollte das jetzt nicht so übertreiben, sondern mal sehen, ob das reicht oder ob wir da noch ein bisschen mehr drauf machen. Das war übrigens mein erster Versuch überhaupt, solche Büsche zu bauen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Also ich hatte es immer mal vor, aber naja, das ist also eine Methode, die muss ich noch ein bisschen ausbauen und noch ein bisschen verbessern. Muss dann mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr Laub drauf. Na, also man sieht, es hat sich auch wunderbar abgelöst. Wir haben zwar jetzt unten den Leim, den wir hier noch sehen, aber das werde ich dann noch abschneiden und dann soll man sehen, wo wir das also dann auf den Modulen dann hinbauen. Ja, das ist im Prinzip jetzt, sind wir am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen weitergebracht, und einen schönen Abend und macht was draus.